Videospiele, die Inhalte haben mit Schirk und Kufur, darf man die spielen? Nein. Zum Beispiel ein Videospiel, du musst dich als Gott begeben. A'udhu billah. Oder du musst selber jemanden als Gott nehmen. Natürlich darfst du nicht. Nicht Spaß und nicht echt. Und du darfst sowas nicht machen. Aber jetzt, dass man sich unsterblich macht oder dass man bestimmte Sachen macht, das ist jetzt Spiel. Das ist genau, wenn man denkt, okay, ich werde so lange leben. Aber Grundgedanke, dass ich sterben werde, aber das ist Spiel. Deshalb alles, was Haram in ein Spiel ist oder Schirk ist, darf man nicht das mitmachen. Wallahu ta'ala ala.